Hier ist das gute Ding. Man könnte echt denken, das wäre normaler, ne? Was gibt's den? Veganen Long Chicken. Kleine Plant-Based Nuggets, die haben wir zwar letztes Mal schon mal getestet, aber die bestellen wir auch noch mit. Genau, und noch eine kleine Pommes, würde ich sagen. Los geht's. Hallo, wir würden gerne zweimal den Long Chicken in vegan einzeln und die veganen Nuggets. Welche Soße? Süß-sauer. Eine kleine Pommes. Und noch eine kleine Pommes. Das war's? Das war's. 4,96. Danke. Da ist es. Wir waren bei Burger King und es gibt jetzt den veganen Long Chicken. Den wollten wir jetzt auch mal direkt testen, ne? Genau. Outtake Nummer 1 ist am Start. Also, was Daniel versucht uns zu sagen, der ist, glaube ich, jetzt echt seit ein paar Tagen überall deutschlandweit erhältlich. Wir sind auch froh, dass er auch in unserem Burger King ist. Heute haben wir den 21. Oktober. Genau. Und das Video wird auch heute online gehen. Und ja, wir testen den jetzt einfach erstmal direkt. Let's go. Ne? Die Nuggets haben wir noch, Pommes haben wir noch. Achso, wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen hoch. Daumen nach oben. Lasst Marie den Abo da. Dann schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch andere Sachen getestet haben wollt. Aber jetzt habe ich echt Hunger. Wow. Also ich weiß noch, wie ich früher diesen Long Chicken gegessen habe und das war immer so geil. Ja, Pommes kennt ihr vielleicht. Dann haben wir hier diese ganz normalen plant-based Nuggets. Schreibt mal in die Kommentare. Was? Schreibt mal. Ihr am meisten feiert. Schreibt mal in die Kommentare. Burger King Pommes oder McDonald's Pommes? Das und generell McDonald's oder Burger King? Das ist ein Thema, das du da gerade anstößt. Also ich kann mich da, glaube ich, nicht so wirklich für den einen oder anderen entscheiden. Und by the way, kurze Shoutout an McDonald's. Die haben jetzt Sojamilch im Angebot. Really? Wir haben doch letztes Mal den Kaffee. Ja, das stimmt, ja, aber es war McCafé, ne? McCafé, also, okay. Ja. Hier ist das gute Ding. Meiner ist sehr zerquetscht, leider. Steht aber gar nichts von Plant-Based oder so drauf. Das ist jetzt ganz normal, das ist Long Chicken. Nein, PB steht doch drauf. Ja? Auf der anderen Seite. Das ist jetzt ein ganz normaler wahrscheinlich. Ja, okay. Die haben das hier von Hand drauf geschrieben, Plant-Based. Ja, hätte man irgendwie noch eine andere Verpackung machen können. Hätte ich mehr gefeiert. Vielleicht kommt die ja noch. Papier ist mir jetzt auch erstmal egal. Okay. Aussehen ist eigentlich original wie so ein Chicken, ne? Stimmt. So sieht das gute Stück hier aus. Gute Stück. Hier, Leute. Ich hab schon echt Hunger. Ich hab gönnt euch Hunger. Diesen. Man sieht nur Papier. Long Chicken. Ey, man könnte echt denken, das wäre normaler, ne? Ja, sieht schon hart normal aus. Ich probiere jetzt erstmal so ein Stückchen von dem Fleisch. Fleisch? Ist ja wirklich 100% vegan. Das hat das Label sogar, ne? Okay, krass. Das schmeckt halt einfach nach Chicken. Oder? Das schmeckt so wie. Das ist krass, oder? Ja. Hä? Also, der schmeckt ein bisschen anders, klar. So, als ich in Erinnerung habe. Ich glaube auch so. Ich habe halt lange kein normales Chicken mehr gegessen, aber. Also, das Patty ist ein bisschen anders, finde ich. Als das, was ich früher in Erinnerung habe. Aber, krass, aber ich schmecke da jetzt nicht irgendwie. Dass es jetzt vegan ist, oder? Das schmeckt so lecker. Klar, das ist das alles andere als gesund. Ja, aber das ist ein Weizenpatty. Das erinnert mich gerade so Throwback-mäßig an früher Long Chicken, weil ich den wirklich immer bestellt habe bei Burger King. Mhm. Was kostet der jetzt? Hast du geguckt, was der kostet? Haben wir den Zettel mit? Nee, leider nicht. Ich habe nur. Doch, leider schon. Leider doch, mit Zettel. Leider. 4,49 € kostet der. Also. Die Mayo ist ja jetzt auch vegan. Ich finde, da schmeckt man gar keinen Unterschied. Null. Wirklich null. Von Mayo auf jeden Fall nicht. Und vielleicht Patty. Das schmeckt minimal, wenn man es jetzt einzeln probiert. So. Aber so als Gesamtes. Mhm. Wollen wir schon ein Rating geben, oder? Schmeckt so. Ja. Kannst gerne. Fang du an. Ja, das ist schon 9 von 10 auf jeden Fall oder 9,5 vielleicht sogar. Ich würde sogar sagen 10 von 10. Ja gut, es kann immer was Besseres geben, ne? Aber ja, aber es schmeckt nur Long Chicken. Die Möglichkeit, wie cool ist das einfach, dass man jetzt, wenn man mal wirklich schnell was essen will und klar, es ist nicht gesund, man sollte es jetzt nicht so oft machen, aber dann will man Fast Food und dann kann man jetzt einfach vegan
oder Veggie essen. Mhm. Und ich finde, das sollte eigentlich so. Die haben wir auch noch. Ja, Standard werden. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr jetzt vielleicht gar nicht sonst immer Veggie oder sowas euch ernährt, ob ihr trotzdem so was auch bestellt und ob euch das dann trotzdem schmeckt. Weil meine Schwester zum Beispiel bestellt sich jetzt auch nur noch die Veggie Nuggets, aber isst halt auch trotzdem ab und zu Fleisch. Deswegen, also ich finde, das ist einfach eine coole Alternative. Halt die Zielgruppe, die man halt viel mehr damit erreicht auch so, ne? Dass man einfach, wenn man unterwegs ist, jetzt die Frau, dass man einfach, wenn man unterwegs ist, halt sagen kann, ey, ich kann da auch einfach was, ja, Veganes da oder so bekommen, ne? Mhm. Das ist halt schon cool. Außer Pommes. Ja, außer Pommes, ja. Oder Salat. Und das war halt, also ich habe 2013, 2014 angefangen damit. Und damals gab es nur vegane Sachen im DM oder Rossmann, da gab es, oder im Dance Biomarkt, da gab es. Ich glaube, da gab es nur Tofu, ne? Da gab es maximal Tofu, ja. Also, so. Hier nochmal Plant-Based Nugget. Hast du schon mal einen hiervon jetzt gerade probiert? Mhm. Das schmeckt einfach wie so ein Long Chicken, ne? Es parkt wieder jemand neben uns, Leute. Ist so unangenehm. Unangenehm. Mhm. Die schmecken nicht so gut. Die schmecken nicht so gut heute, finde ich. Hä? Die schmecken voll, sonst voll, besser. Voll trocken. Kennst du diesen kleinen Jungen? Das ist kein Cheeseburger für mich. Kannst du nein. Nicht? Ach doch, doch. Wenn man jetzt im Vergleich den hat, dann schmeckt der viel zu echt. Weil ich war auch damals so, dass wir das erste Mal den Whopper gegessen haben. Ich habe da reingebissen. Ich habe zum Daniel gesagt, wir haben uns den echten gegeben, weil ich konnte es nicht glauben. Weil es schmeckt einfach so fleischig. Gäbe es so ein Wunschprodukt von dir bei Fastfood, was noch vegan sein sollte? Ein Wunschprodukt, was mir zum noch Beispiel fehlt. McDonald's oder. Mm. Ja gut, ich habe ja immer gerne das McSunday oder sowas. McFlurry. Also wenn wir jetzt mal in der Kategorie Fastfood so bleiben. Hätte ich jetzt auch gesagt. Da. Das wäre doch geil, wenn es das in vegan gäbe. So McSunday ist ja schon richtig gut. Und ansonsten allgemein gesehen, weiß nicht. Fehlt mir eigentlich irgendwie aktuell so nichts, also. Weißt du, was ich gut finde? Das gibt's aber schon in manchen Städten. Veganer Döner. Stimmt, ja. Das kann auf jeden Fall noch mehr breiter gestreut werden, überall. So was wir letztens hatten, ist allgemein schon so Dinkel Brot beim Döner. Ja, das war richtig cool. Geil. Ich glaube, der Long Chicken ist mein Favorit, weil ich habe früher schon immer Long Chicken gegessen. Ja, ist schwierig. Es ist halt unterschiedlich so vom Style her. Aber ich glaube, ich tendiere auch eher zu dem jetzt, zu dem Plant-Based Long Chicken. Auch viel besser als die Nuggets. Ja. Eine gute Ausrede heute, um nach Burger King zu fahren. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt einen ersten Eindruck von dem Plant-Based Long Chicken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr hier ein Däumchen da oben da. Und schreibt gerne rein, was ihr feiert, was wir noch mal als nächstes checken sollen hier im Auto. Vielleicht auch mal einen anderen Fastfood-Laden. Genau. Ich glaube, Subway oder so hat ja auch was Veganes. Ja. Vielleicht auch mal ganz cool. Lasst es uns gerne wissen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi. Ciao, ciao.